Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Führerschein Deutschland. Mein Name ist Philipp Hirschfeld, ich bin Fahrlehrer seit 2010 und auf diesem Kanal zeige ich dir, wie deine Führerscheinprüfungen ablaufen werden und verrate dir ein paar Tipps und Tricks, dass du sie auch bestehen wirst. Zurzeit gibt es 1179 Fragen. Davon werden dann 30 nach dem Zufallsprinzip für dich in der Prüfung ausgesucht. Möchtest du also keine neuen Fragen mehr verpassen, kannst du den Kanal jetzt kostenlos abonnieren, dann bekommst du von mir immer gleich die neuesten Fragen erklärt, sobald sie draußen sind. Falls dir das jetzt alles noch zu langsam geht und du eine intensivere Lernmethode suchst, empfehle ich dir meinen großen Videokurs, in dem habe ich schon alle Fragen verfilmt und ganz genau für dich erklärt. Findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Gehst du in deine Theorieprüfung, schaut die Prüfung genauso aus wie bei mir auf dem Bildschirm. Du bekommst 30 Fragen in deiner Prüfung, die sind aufgeteilt in 20 Fragen aus dem Grundstoff und 10 Fragen aus dem Zusatzstoff. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Hast du in der Prüfung mehr als 10 Fehlerpunkte, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Für das Ganze haben wir 45 Minuten Zeit. Ich werde jede Frage und jede Antwort vorlesen lassen und erkläre dann etwas dazu. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen. Womit müssen Sie rechnen? Eine Zugmaschine, das ist ein großer Traktor. Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen. Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar. Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen. Also stell dir einfach einen großen Traktor vor, der irgendwas hinter sich herzieht. Dementsprechend kann es natürlich schlecht erkennbar sein, wenn es dunkel ist. Er kann mehrere Anhänger mit sich ziehen. Und die Anhänger und der Traktor können natürlich auch schlecht beleuchtet sein. Manchmal ist da auch ein bisschen Dreck auf den Scheinwerfern vom Feld. Also hier kreuzen wir alles an. Warum ist das Vorbeifahren an dieser Unfallsituation gefährlich? Das ist eine unklare Verkehrslage. Wir haben hier einen Rettungsdienst. Auf der rechten Seite sehen wir einen Motorradfahrer. Vielleicht gab es da gerade einen Unfall. Schauen wir mal. Weil Fußgänger übersehen werden können, weil Folgeunfälle möglich sind, weil die Verkehrslage unklar ist. Wie gesagt, das ist eine unklare Verkehrslage. In einer unklaren Verkehrslage ist das Überholen auch verboten. Genau, Folgeunfälle, der von hinten könnte zum Beispiel nicht aufpassen, gerade auf sein Handy schauen, du bremst und dann kann es sein, dass er dir zum Beispiel hinten drauf fährt. Mit sowas musst du rechnen und in so einer Situation würde ich dann immer gleich in den Innenspiegel schauen, um zu sehen, was hinter mir passiert. Fußgänger können übersehen werden, Fußgänger können grundsätzlich immer übersehen werden. Womit müssen Sie rechnen? Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt, das sich vor der Kreuzung halten muss. Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren. Okay, also wir haben eine Kreuzung, wir sehen nichts, da geht dieser Busch einfach viel zu weit in die Kreuzung. Wir können also nicht sehen, ob von rechts ein Fahrzeug kommt, welches am Bus vorbeifährt. Dann müssen wir eventuell warten. Personen, die können, wie gesagt, immer über die Fahrbahn rennen. Wo müssen Sie besonders mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen? An Baustellen, an innerstädtischen Kreuzungen, an Einmündungen von Feldwegen. Okay, also überall da, wo es sein kann, dass viel Dreck auf der Straße liegt. Das kann an Baustellen sein und das kann an Feldwegen und Einmündungen sein, wenn da die Autos auf die Straße fahren. Aber an innerstädtischen Kreuzungen, das ist eine Kreuzung, wie du sie in der Stadt kennst, da liegt meistens nicht so viel Dreck rum, die werden auch sehr oft gereinigt. Also hier kreuzen wir nur die erste und die dritte Antwortmöglichkeit an. Eine Videofrage, du bekommst auch Videofragen in der Prüfung, deswegen ist es wichtig, dass du nicht mit Papierbögen übst, sondern natürlich digital. Wir sehen im Innenspiegel den Radfahrer, ganz, ganz wichtig. Der befindet sich jetzt rechts neben uns im toten Winkel. Worauf müssen Sie jetzt achten? Auf das Fahrrad, auf den vorausfahrenden PKW, auf das Motorrad. Also Fahrrad haben wir gesehen,
Ganz, ganz wichtig, wir sind Abbieger, wir müssen dem Fahrrad Vorrang gewähren. Es gibt einen Unterschied zwischen Vorfahrt und Vorrang. Beim Abbiegen müssen wir Vorrang gewähren. Und beim Abbiegen muss das Auto vor uns auch Vorrang gewähren. Der biegt rechts ab und da vorne steht eine Person, die wahrscheinlich über die Straße gehen möchte. Das heißt, das vordere Auto wird wahrscheinlich noch einmal stehen bleiben. Auf den vorausfahrenden PKW. Auf jeden Fall. Auf das Motorrad. Das Motorrad interessiert uns nicht, das ist schon längst über alle Berge. Womit müssen Sie hier rechnen? Wohngebiet. Dass Kinder auf die Straße laufen. Dass Einmündungen übersehen werden. Dass zu schnell gefahren wird. Also Kinder, kreuzt mal immer an. Dass Einmündungen übersehen werden, ist auch richtig. Eine Einmündung ist eine Straße, die einfach in eine andere Straße einmündet. Und da wir hier keine Verkehrszeichen haben, gilt ja die Vorfahrtsregel rechts vor links. Da vorne sehe ich schon eine Einmündung, aber die könnte man auf jeden Fall leicht übersehen. Dass zu schnell gefahren wird, kreuzt man hier auch an. Die Straße ist breit, lädt natürlich dazu ein, zum Gas geben. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Auch hier haben wir keine Verkehrszeichen, also gilt rechts vor links. Hier ist ein bisschen Laub auf der Straße, das könnte natürlich rutschig werden. Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht. Auf jeden Fall. Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat. Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte. Also Rutschgefahr wegen der Blätter. Die zweite Antwortmöglichkeit ist nicht richtig, weil ja die Vorfahrtsregel rechts vor links gilt und wir sind rechts vor dem Roten, also dürfen wir zuerst fahren. Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte, genau, das sieht man hier noch nicht, also fahren wir im zweiten Gang bremsbereit darauf hin, schauen kurz in die Straße rein, wenn von rechts frei ist, drückt mal einfach wieder aufs Gas und sind schon wieder weg. Wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt richtig? Ich fahre mit verringertem Abstand, damit ich mich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs orientieren kann. Nein, nein, das machen wir nie. Ich weiß, so eine ähnliche Antwortmöglichkeit gibt es auch bei Nebel. Ja, also wenn man schlecht sehen kann, nicht dicht auf den Vordermann fahren, eher mehr Abstand einhalten. Also eins ist schon mal falsch. In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand. Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ein. Ja, das mit der Notrufsäule und sowas, das kannst du für die Theorie gerne ankreuzen. In der Praxis wirst du wahrscheinlich dafür eher weniger Zeit haben. Aber die 2 ist auf jeden Fall richtig. Wenn Gegenverkehr kommt, im Tunnel sind ja die Scheinwerfer an. Orientier dich am rechten Fahrbahnrand, dann blenden dich die Scheinwerfer nicht und du kommst nicht zu weit in den Gegenverkehr. Im Rückspiegel sehen Sie auf dem Dach eines unmittelbar hinter Ihnen fahrenden Streifenwagens in roter Leuchtschrift Stopp, Polizei. Für wen gilt dies? Für mich nicht. Naja. Nur für Sie. Nur für uns. Ja? Also wenn du das lesen kannst, dann ist es nur für dich. Wenn die Polizei vor dir fährt und diese Kelle raushält, also diesen Stab da vorne mit diesem Halt Polizei, dann gilt es natürlich nur für dich. Wir schauen uns aber immer alle Antwortmöglichkeiten an. Es kann nämlich sein, dass natürlich nur auch mehrere Antwortmöglichkeiten hier richtig sind. Für alle nachfolgenden Fahrzeuge. Für alle Fahrzeuge, die sich auf der Straße befinden. Okay, also hier war tatsächlich nur die zweite Antwortmöglichkeit richtig. Okay, wieder ein Video, gibt 4 Fehlerpunkte diesmal. LKW, der wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen zum Abbiegen. Man sieht nichts, wir haben zwar Vorfahrt, aber die Müllabfuhr, die gerade von rechts kommt, die sieht uns ja auch nicht. Also hier müssen wir ein bisschen auf unsere Vorfahrt verzichten, auf unser Recht verzichten, defensiv fahren, vorausschauend fahren und einfach abwarten und Chai trinken. Warum müssen Sie weiterhin bremsen? Wegen des Radfahrers, wegen des Müllfahrzeugs, wegen des blauen LKWs. Ja, also Müllfahrzeug, blauer LKW. Bei den Videos ist es besser in der Prüfung, dass du dir die Videos 2 oder 3 Mal anschaust, weil es sein kann, dass da so Kleinigkeiten, du siehst diese Müllabfuhr oder die Radfahrer vielleicht nur eine halbe Sekunde und in der halben Sekunde hast du vielleicht gerade nicht hingeschaut. Also schau dir die Videos lieber 2, 3 Mal an, damit dir sowas auch dann auffällt. An einem direkt vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug leuchtet "Bitte folgen" auf. Welche Bedeutung hat dies? Alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren, müssen dem Polizeifahrzeug folgen.
Nur sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen. Nur Schwertransporte müssen dem Polizeifahrzeug folgen. Also wie gesagt, die Polizei kann dir so eine Kelle raushalten oder hinten steht dann Halt, Stopp, Folgen und dann gilt es natürlich nur für dich. Welches Verhalten ist richtig? Wir wollen rechts abbiegen, wir haben hier keine Ampel, die Ampel zählt nicht für uns. Wir haben einen sogenannten Bypass, nennt sich diese Straße, und hier vorne sehen wir das Vorfahrtgewehren, also haben wir nur das Vorfahrtgewehren, was wir beachten müssen. Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen. Genau. Ich darf erst abbiegen, wenn die Ampel grün zeigt. Der grüne PKW muss warten. Okay, der grüne PKW muss auch warten, hat jetzt weniger mit uns zu tun, aber das ist richtig. Welches Verhalten ist richtig? Diesmal haben wir einen Polizisten auf der Straße, der den Verkehr regelt. Und da gibt es folgende Regel. Siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Und siehst du die Hosennaht, dann hast du freie Fahrt. Also sozusagen, das ist rot, das ist grün. Und dann gibt es noch ein drittes Zeichen, wenn er die Hand oben hat, das ist sowas wie gelb und bedeutet, wenn du in der Kreuzung bist, wie das gelbe Fahrzeug aktuell, dann schau, dass du aus der Kreuzung wieder rauskommst. Du darfst aber nicht jetzt neu in die Kreuzung einfahren. Also für uns bedeutet das jetzt einfach warten auf das nächste Zeichen. Ich darf schon jetzt abbiegen. Ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten. Genau, also sowas wie gelb, da bereiten wir uns auf die Weiterfahrt vor, heißt also Kupplung, ersten Gang einlegen und dann warten wir, bis der Polizist sich seitlich umdreht. Der gelbe PKW muss die Kreuzung räumen. Richtig. Der Polizist kann dir auch eine Einzelvorfahrt geben, das heißt, er steht zu den anderen Personen mit der Brust oder mit dem Rücken, kann dir aber zum Beispiel durchwinken, ja, also einem einzelnen Fahrzeug Vorfahrt geben. Was ist bei dieser Ampel mit Grünpfeilschild erlaubt? Achtung, das ist ein Grünpfeilschild, nicht eine Ampel, die auf einmal grün leuchtet, sondern dieses Schild ist immer neben der Ampel. Also es geht nicht aus und an, sondern es zeigt immer diesen Grünpfeil an. Das ist ganz wichtig, das macht einen großen Unterschied zu der Ampel mit Pfeil. Rechts abbiegen, ohne anzuhalten. Ja, das darf man nämlich bei dem Grünpfeilschild nicht. Da musst du erst stehen bleiben, wenn rot ist und darfst dann rechts abbiegen, wenn frei ist. Dann kreuz es doch nicht an, wenn es falsch ist. Rechts abbiegen, nur wenn die Ampel grün zeigt. Nein, wie gesagt, wir dürfen auch bei rot rechts abbiegen, musst aber davor erstmal anhalten und schauen. Rechts abbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder gefährdet wird. Genau, das ist auch richtig, wenn es die Möglichkeit gibt, dass du von mehreren Fahrstreifen aus rechts abbiegen darfst, dann geht das mit dem Grünpfeilschild nur vom ganz rechten aus. Also beim mehrspurigen Abbiegen sozusagen nur vom rechten Fahrstreifen aus. Was können Sie tun, um die Umwelt zu schonen? Ich vermeide Fahrten in überfüllte Innenstädte. Ich vermeide Kurzstreckenfahrten. Ich vermeide Fahrten mit Vollgas. Da ist alles richtig, also Fahrten mit Vollgas, klar, wenn du das Gaspedal voll durchdrückst, umso mehr Kraftstoff verbraucht das Auto natürlich. Kurzstreckenfahrten, das ist auch richtig, da muss man sich ein bisschen mit der Technik auskennen. Der Motor ist dafür ausgelegt, dass er auf Betriebstemperatur gut arbeitet. Wenn du Kurzstrecken fährst, hat der Motor keine Zeit, sich aufzuwärmen und dementsprechend verbraucht das Ganze auch mehr Kraftstoff. Erkläre ich dir gerne mal im Technikteil. Fahrten in überfüllten Innenstädten, das verbraucht am meisten Kraftstoff, weil du dort immer wieder anhalten musst und anfahren. Und jedes Mal, wenn du das Auto beschleunigst, kostet es natürlich sehr viel Energie. Welches Verhalten ist richtig? Das sind jetzt die Vorfahrtsfragen. Vorfahrtsfragen geben immer 5 Fehlerpunkte. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich sehr gut mit den Vorfahrtsregeln auskennst. In dem Fall haben wir Vorfahrt. Das zeigt uns das Verkehrszeichen. Das ist eine Einzelvorfahrt, gilt nur an dieser Kreuzung. Und wenn du Vorfahrt hast, dann ist uns der Querverkehr, also der von links und rechts, egal, der muss warten. Der Bus muss warten. So, wir wollen aber abbiegen und wir kreuzen uns mit dem Motorradfahrer und deswegen müssen wir Vorrang gewähren. Vorfahrt hat immer mehr Wert als Vorrang. Deswegen dürfen wir vor dem Bus fahren, müssen das Motorrad aber durchfahren lassen. Ich fahre vor dem Bus.
Ich muss den Bus durchfahren lassen. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Genau, 1 und 3 sind hier richtig. Welches Verhalten ist richtig? Jetzt haben wir keine Verkehrszeichen, also gilt die Vorfahrtsregel rechts vor links. Also erst der rote, dann wir, dann der blaue. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren. Ich muss dem roten Pkw Vorfahrt gewähren. Ich habe Vorfahrt vor dem blauen Pkw. Genau, 2 und 3. Welches Verhalten ist richtig? Auch hier wieder eine Vorfahrtsfrage. Wir haben ein Vorfahrtgewehren. Wenn wir ein Vorfahrtgewehren haben, darf der Querverkehr, also in dem Fall der Motorradfahrer, zuerst fahren. Und jetzt Achtung, Motorradfahrer interessiert uns nicht mehr, ja, der darf zuerst fahren. Wir fahren geradeaus, der Bus möchte aber abbiegen. Du musst wissen, wenn du ein Vorfahrtgewehren hast, hat der Gegenverkehr auch ein Vorfahrtgewehren im Normalfall. Und da der Bus abbiegen möchte, muss der Bus Vorrang gewähren. Wir dürfen also vor dem Bus fahren. Ich muss den Bus durchfahren lassen. Nein, müssen wir nicht, weil der Bus uns Vorrang gewähren muss. Ich fahre vor dem Bus. Wir fahren vor dem Bus. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Wir müssen das Motorrad durchfahren lassen, weil wir das Vorfahrt gewähren haben und deswegen der Querverkehr als erstes fahren darf. Sie nähern sich einer so gekennzeichneten Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dort Kinder sehen? Es gibt auch 5 Fehlerpunkte, die Frage. Alles, was mit Kindern zu tun hat, wenn Kinder auf der Straße sind, wenn die am Fahrbahnrand sind, die richtige Antwortmöglichkeit, die Musterlösung ist immer auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und bremsbereit bleiben. Bremsbereit bedeutet rechter Fuß vor der Bremse, linker Fuß vor der Kupplung, nicht reindrücken, nur davor stehen, damit, falls irgendwas passiert, du die Pedale sofort reindrücken kannst. Damit hast du einen möglichst kurzen Reaktionsweg und somit auch Anhalteweg. Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben. Eine Verminderung der Geschwindigkeit ist nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus hält. Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden, wenn ein Bus in einer Haltebucht hält. Nein, also hier ist nur eins richtig. Hier steht ja schon Schulbus, also wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass manche Kinder die Schule schwänzen und auch so über die Straße rennen. Gerade beim Bus ist das immer besonders gefährlich. Also hier kreuzen wir nur die erste Antwortmöglichkeit an. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? Als Anlieger dürfen Sie in dieser Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen fahren. In dieser Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren. Es heißt ja schon Fußgängerzone, weil diese Zone für Fußgänger ist. Und deswegen ist nur die letzte Antwort richtig und 1 und 2 stimmen hier nicht. Es kann sein, dass dieses Schild mit einem Zusatzzeichen versehen ist, wo dann draufsteht, anliegerfrei, Lieferverkehr frei oder was es nicht alles gibt. Und dann darfst du unter Umständen da reinfahren, aber so auf gar keinen Fall. So, das waren die 20 Fragen aus dem Grundstoff. Jetzt bekommen wir noch die 10 Fragen für den Zusatzstoff. Diese Fragen bekommst du nur, wenn du den Autoführerschein machst. Machst du also Klasse B, dann pass jetzt nochmal ganz genau auf. Welche Vorteile bietet eine Antriebsschlupfregelung, ASR? Eine Technikfrage. Beim Anfahren wird das Durchdrehen der Räder verhindert. Beim Anfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr des seitlichen Wegrutschens geringer. Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert. Okay, hier aufpassen. Es wird unterschieden zwischen ABS, das Antiblockiersystem, welches das Blockieren der Räder verhindert, und das ASR, die Antriebsschlupfregelung, welches dafür sorgen soll, dass die Reifen nicht durchdrehen. Zum Beispiel auf Eis oder wenn du bei Regen auf Laub oder wenn du halt besonders stark beschleunigst. Deswegen werden wir die erste Antwortmöglichkeit ankreuzen, aber auch die zweite, denn wenn du an einem Berg stehst, wo das Auto vielleicht so ein bisschen seitlich steht und du würdest jetzt kräftig aufs Gas drauf drücken und die Reifen würden durchdrehen, dann könnten die Reifen keine sogenannten Seitenführungskräfte mehr übertragen. Das heißt, die Reifen drehen durch und das Auto würde den Berg seitlich wegrutschen. Deswegen ist hier 1 und 2 richtig, aber die 3 mit dem Blockieren der Räder, das stimmt nicht, das macht dann das ABS. Wozu neigt ein Pkw mit Hinterradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt? Er neigt dazu, hinten auszubrechen.
Er neigt dazu, vorne auszubrechen. Er neigt zum Untersteuern. Also ein Auto mit Hinterradantrieb neigt zum Übersteuern. Übersteuern bedeutet, wenn das Hinterteil vom Auto instabil wird, ins Rutschen gerät, also links und rechts ausbricht. Bei einem Auto mit Frontantrieb, also wenn die Vorderreifen angetrieben werden, dann neigt es zum Untersteuern. Das bedeutet, dass das Auto über die Vorderräder rutscht. Ja, also Hinterradantrieb ist Übersteuern, Vorderradantrieb ist Untersteuern. Deswegen kreuzen wir hier an. Die erste Antwortmöglichkeit neigt dazu, hinten auszubrechen. 2 und 3 stimmen hier nicht. Sie wollen einen Anhänger mit Kugelkupplung ankuppeln. Was ist richtig? Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden. Stützrad so einstellen, dass es während der Fahrt mitlaufen kann. Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher umschließen. Die Sicherung muss einrasten. Du darfst ja mit der Klasse B auch einen Anhänger ziehen, das wissen viele auch nicht. Dabei ist es wichtig, dass die elektronischen Verbindungen natürlich hergestellt werden. Der Anhänger hat ja auch Beleuchtung, also musst du bei dem Anhänger eine Stromverbindung feststellen. Das Stützrad, das wird ganz eingefahren, also das läuft nicht am Boden mit. Das zeige ich dir mal in einem Technikteil, wie das Ganze aussieht. Also 2 stimmt auf gar keinen Fall. Nummer 3 ist richtig, also beim Anhänger, das nennt man Kupplungsklaue. Das ist das Teil, welches bei deinem Auto auf diese Anhängerkupplung gesetzt wird. Und wenn das Ganze richtig verbunden ist, dann geht auf dieser Kupplungsklaue ein Stift nach oben und du siehst einen grünen Ring, der dir sagt, dass das Ganze richtig verbunden ist. Okay, Video gibt 4 Fehlerpunkte. Wir fahren 120. Okay. Also da kommt gerade ein neues Auto auf die Autobahn, der Blaue. Der hat jetzt ein bisschen gezögert, der Blaue. Der hätte gleich von Anfang etwas stärker beschleunigen müssen, damit er mehr Platz zu uns gewinnt. Aber jetzt schauen wir einfach mal, was wir hier für Antwortmöglichkeiten haben. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Ich lasse den blauen PKW vor mir einfädeln. Natürlich, wir lassen ihn vor uns einfädeln. Ich wechsle sofort den Fahrstreifen nach links auf den mittleren Fahrstreifen. Dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Der Blaue müsste dafür sorgen, dass er auf die Autobahn kommt. Wir müssen da keinen Fahrstreifenwechsel machen. Es geht aktuell sowieso nicht, weil ja neben uns auch ein Fahrzeug fährt. Also da auf jeden Fall nichts Unüberlegtes machen. Erst nachdenken, erst schauen und dann handeln. Ich beschleunige. Also hier ist nur die erste Antwortmöglichkeit richtig. Sie mussten nach einer Reifenpanne das Notrad montieren. Was ist bei der Weiterfahrt verboten? Also dieses Notlaufrad, das hat auch nicht jedes Auto. Das befindet sich meistens im Kofferraum unter dem doppelten Boden, falls du eins hast. Und mit diesem Notlaufrad... Schneller als 80 km pro Stunde zu fahren. Darfst du nicht schneller als 80 km/h fahren. Das darfst du nicht verwechseln mit Schneeketten oder sonst irgendwas. Notlaufrad ist maximal 80. Das steht auch nochmal auf diesem Reifen drauf. Ich wünsche dir, dass du es niemals brauchst. Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren. Richtig, also damit wirklich nur bis zum nächsten Reifenhändler oder Werkstatt fahren, nicht irgendwie 1-2 Wochen damit noch zum Einkaufen fahren oder sowas. Es ist wirklich nur ein Notlaufrad. Personen mitzunehmen. Ja, sehr attraktiv diese Antwortmöglichkeit, aber die ist falsch. Du darfst natürlich auch Personen mitnehmen. Stell dir vor, du fährst in den Urlaub, hast deine Freunde dabei, auf einmal platzt der Reifen, du musst dieses Notlaufrad montieren und dann musst du zu deinen Freunden sagen, ja, ich hole euch dann in 2 Wochen wieder ab. Also das ist Quatsch, du darfst sie natürlich auch mitnehmen. Was müssen Sie beim Beladen eines einachsigen Anhängers beachten? Die zulässige Achslast. Die zulässige Stützlast, die zulässige Gesamtmasse. Hier ist alles richtig. Die Achslast ist das Gewicht, welches auf eine Achse drückt. Du kannst dir einen Anhänger mit einer Achse kaufen, du kannst dir auch einen mit 2 Achsen kaufen. Die Stützlast ist die Kraft, die auf diese Anhängerkupplung draufdrückt, also die das ganze System unterstützt. Das kann ich dir auch gerne mal in einem Technikteil erklären.
Und die zulässige Gesamtmasse ist ganz wichtig, die darf nämlich nicht überschritten werden. Die zulässige Gesamtmasse ist immer vorgegeben vom Hersteller, steht in deinen Fahrzeugpapieren, und wenn da drin steht, dass der Anhänger maximal 1000 Kilo verträgt, dann darfst du da nicht 1100 draufladen. Sie wollen Ihren einachsigen Anhänger, Auflaufbremse, 1000 Kilogramm zulässige Gesamtmasse im Gefälle abstellen. Was müssen Sie tun? Also eine Auflaufbremse, das bedeutet, wenn du mit dem Auto bremst, dann läuft der Anhänger auf das Auto drauf und bremst damit ab. Also der Anhänger hat eine Bremse, die aktiviert wird, sobald der Anhänger auf dein Auto drauf läuft. So nennt man das. Im Gefälle abstellen, Gefälle ist bergab, Steigung bedeutet bergauf. Also, was müssen wir tun mit unserem Anhänger, wenn wir ihn bergab abstellen möchten? Feststellbremse anziehen. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Also der Anhänger hat auch so eine Handbremse zum Anziehen. Unterlegkeile vor die Räder legen. Auch wichtig, der Anhänger sollte auch Unterlegkeile haben, die du dann unter die Vorderräder legst. Rückfahrsperre verriegeln. Ja, das ist Quatsch mit der Rückfahrsperre, das hat absolut nichts damit zu tun. Also hier nur Antwort 1 und 2. Worauf ist beim Luftdruck der Reifen zu achten? Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung erhöhen. Luftdruck regelmäßig kontrollieren. Luftdruck vor längeren Fahrten verringern. Also, wir müssen natürlich den Luftdruck der Beladung anpassen. Fährst du mit vielen Freunden und viel Gepäck in Urlaub, dann musst du mehr Luft in die Reifen reintun. Wie viel Luft steht normalerweise entweder im Tankdeckel oder, wenn du die Fahrradtür aufmachst, in der Tür oder im Türrahmen? Wie man den Luftdruck kontrolliert und anpasst, habe ich natürlich auch im Videokurs für dich erklärt. Luftdruck regelmäßig kontrollieren. Habe ich ja schon. Einschließlich Reserverad. Ja, Luftdruck regelmäßig kontrollieren, sowieso. Was heißt regelmäßig? Also nicht einmal im Jahr, sondern ich würde sagen, einmal im Monat ist ein guter Wert. Einmal im Monat zur Tankstelle fahren, Luftdruck kontrollieren, dementsprechend anpassen und den Luftdruck vor längeren Fahrten verringern, also eher im Gegenteil. Also hier nur 1 und 2. Welche gefährlichen Mängel können an einem auflaufgebremsten Anhänger nach längerer Standzeit vorhanden sein? Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein. Der Reifendruck kann sich durch Sonneneinstrahlung stark erhöht haben. Kabelverbindungen können beschädigt sein. Also wenn du den Anhänger längere Zeit draußen stehen lässt, wir haben ja starke Witterungsverhältnisse, im Sommer heiß, im Winter kalt, Schnee, Regen. Deswegen kann es sein, dass die Bremse sogenannten Flugrost ansetzt. Das ist jetzt nicht so schlimm, das geht mit der Zeit wieder weg, aber die ersten Bremsungen kann es sein, dass die Bremse nicht richtig greift. Durch Sonneneinstrahlung kann sich der Luftdruck in den Reifen erhöhen. Das ist also so heiß kann die Sonne hier gar nicht werden, dass der Reifen da irgendwie... Na, also 2 ist falsch, 3 ist allerdings richtig, die Kabelverbindungen könnten beschädigt werden, aus welchen Gründen auch immer, musst du natürlich immer kontrollieren. Hier auf jeden Fall 1 und 3. Was müssen Sie beim Beladen eines Anhängers beachten? Die Ladung darf nach vorn höchstens 1 Meter über das Zugfahrzeug hinausragen. Die Ladung darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung höchstens 1 Meter über die Rückstrahler hinausragen. Die Ladung muss sicher verstaut werden. Die Ladung muss sicher verstaut werden, das hört sich ja ganz gut an. Die Ladung darf nach hinten ohne Kennzeichnung 1 Meter über den Anhänger hinausragen, aber nach vorne so nicht. So, deswegen ist 2 und 3 richtig. Das war auch die letzte Frage der Prüfung. Wir sind jetzt hier komplett durch. Du gehst dann hier auf diese Schaltfläche, die du ganz leicht siehst. Das ist die rote Abgeben. Und dann wirst du sehen, ob du die Prüfung bestanden hast oder nicht. Ja, wir haben sie bestanden. Oh Gott, das ist ja peinlich. 4 Fehlerpunkte. Was haben wir da falsch gemacht? Du kannst dann immer noch mal auf die Prüfung anschauen, dir auf die Fragen draufklicken. Das würde ich dir auch sehr stark empfehlen. Wenn du die Prüfung gemacht hast, dann schau dir noch mal die Fragen an, um genau so etwas zu sehen. Was habe ich hier angekreuzt? Rechts abbiegen, ohne anzuhalten.
Ich glaube, das habe ich richtig erklärt, habe es aber anscheinend falsch angekreuzt. Das war ein Leichtsinnsfehler von mir. Ich hoffe, du lernst daraus. Lass dir also ruhig ein bisschen mehr Zeit für die Fragen in der Prüfung. Lies sie dir genau durch und wenn du sie dir genauso vorlesen lassen möchtest wie ich, dann verlangst du vom Prüfer vor der Prüfung die sogenannte Audiounterstützung. Dann bekommst du Kopfhörer, kannst sie ins Tablet anstecken und dann auf die Fragen und Antworten drauf tippen. Dann bekommst du sie auch so vorgelesen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt, abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und check ruhig mal den Videokurs aus, um dich optimal auf die Prüfung vorzubereiten. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.